sind unsere Geschichten. Jeder Musiker hat diesen einen Moment, den, wenn er zum ersten Mal ein Instrument hört oder in den Händen hält und weiß, diesen Klang will ich mein Leben lang nicht mehr missen. Und genauso ging es auch dem Komponisten und Professor Chia Yong-Hien aus Hamburg. Einmal habe ich dann in meinem Leben überhaupt zum ersten Mal eine Violine, und zwar das Violinspiel, angehört, live gehört. Das war kein Konzert, sondern in der Schule, da hat jemand, der hat dann auf einer Geige gespielt. Das war so beeindruckend und dann wollte ich gerne musizieren. Und dann mit einer Geige, da habe ich angefangen und irgendwann dann merke ich dann da mit dem Alter noch ein Interpreten zu werden, ist dann schon zu spät. Und dann bin ich dann auf die Idee gekommen, dann ja, ich schreibe meine eigene Musik. Ja, und die eigene Musik, die ist ziemlich erfolgreich. Sogar international konnte Chia Yong-Hien große Erfolge verbuchen. Und auch seine Schüler sind von ihrem Dozenten total begeistert, denn er gibt ihnen das Gefühl, einzigartig zu sein. Geboren und dann auch richtig aufgewachsen und auch dort in derselben Stadt. Und dann bin ich dann kurz nach dem Ende der Kulturrevolution oder dieser Phase, dann wurde dann alle Universitäten wieder geöffnet und dann bin ich dann ja, in die Hochschule gegangen und habe ich dann Komposition studiert. Und aber in der Zeit wurde China gerade für die Welt geöffnet. Und wir bekamen so viele Informationen über die Welt, aber nicht nur über das Land China selbst. Und dann habe ich dann also ein Ziel. Ja, ich muss dann meine Horizont dann vergrößern. Jede Person hat seine Persönlichkeit, egal Stärke oder Schwäche. Aber ich kann dabei sein, den jüngeren Kollegen, dann jüngeren Komponisten dabei zu helfen, um sie selber als Person wieder zu entdecken. Das heißt also eigentlich nicht jede Person kennt sich sehr gut. Ich habe eine Lehrstunde mit ihm gemacht vor 2 Jahren und ich dachte, okay. Er sitzt da, er öffnet Türe für meine potenziellen Wege und das hilft. Er sitzt da und er weiß, okay, Tristan oder Mensur, wir haben unsere Ideen, wir haben unsere ideale musikalische Sprachen und er schützt das quasi. Also man könnte sagen, wie ein Vater oder wie ein Freund. Musik existiert nur durch das Hören, die Schwingung in der Luft. Aber ohne Gehör gibt es keine Musik. Unsere Ohren werden immer empfindlicher, denn wenn man sehr bewusst die Musik beobachtet mit den Ohren, dann entdeckt man immer was faszinierend. Dann entdeckt man immer mehr. Das ist für mich also ein hohes Genuss.
Wir haben zwei Töchter. Die Ältere, also beide haben musiziert. Und die Ältere, also die Verena, die ist in diesem Jahr dann 24 geworden. Sie hat gerade ihren Abschluss für Violine in Paris, ihren Masterabschluss also gemacht, mit großem Erfolg. Wir reden häufig als Kollegen zusammen. Ich habe bis jetzt noch nicht ernsthaft für sie geschrieben, aber ich will dann später dann für sie komponieren. Nein, ich fühle mich nicht als Star. Ich finde, die Breite war für mich wichtig gewesen, als ich noch relativ jung war. Die Preise helfen bei den jüngeren Komponisten eher. Die Windenergie gewinnt auf die